geh mal aufs Dach. Schauen wir uns mal um. Vielleicht kann ich irgendwas sehen von hier aus. Nichts zu finden. Da! Gefunden. Fünfmal dran vorbeigelaufen. Endlich! Ich wusste, in dem Gebiet ist irgendwas. Komm schon. Da kann man sich doch festhalten. Will sich da nicht festhalten? Egal. Gehen wir außen rum oder so. Da will er auch nicht hoch. Oh, dann aber hier. Und das dürfte der nächste Cheat sein. Okay. Pivot Uyota aufgesammelt. Konter hacken. Hart wie Stahl. Okay, das müsste der Unbesiegbarkeits-Hack sein. Cheat, wie auch immer. Wunderschön. Jetzt gehen wir wieder auf die Karte. Diesmal ist das in dem Gebiet hier markiert. So, Pivot nehmen wir. Und dann renne ich bis hierhin. Ich muss nur noch wissen, wie man die Cheats mal anmacht. Ich werde wahrscheinlich gleich nochmal zurückgehen. Ins Startmenü quasi. Ganz am Anfang. Und dann werden wir sehen. Ah ja, die Befragungsmission haben wir auch noch. Ich kann auch die Assassinen ausbilden, fällt mir gerade ein. So eine Menge zu tun. Aber von hier aus kann ich keinen Cheat aktivieren, auf gar keinen Fall. Habe ich nur die Infos zu den Pivots. Nichts zu machen. Kann ich die vielleicht aus dem Optionsmenü hier machen? Benachrichtigungscenter, Animus Datenbank. Tiere, Objekte, Dokumente. Nee. Animus Datenbank, waren wir gerade? DNA-Anzeige? Nöp. Trainingscenter? Welche denn Optionen? Animus Hack, da haben wir es. Tatsache. Wie ich gerade gesagt habe. Hart aus Stahl? Machen wir mal an. Einfach mal so zum Spielen. Unbegrenzt Munition, bin ich dabei. Von Tag auf Nacht wechseln, umgekehrt. Immer Tag, immer Nacht. Ja, für beides toll. Jahreszeit können wir mittlerweile auch hier so richtig rund switchen. Ändert die Jahreszeit auf Winter oder Sommer? Wir wollen den Sommer. Okay, sollte eigentlich... Ah, der lädt und okay. Ist logisch. Soll nochmal laden. Okay, das müsste eine tolle Sommernacht eigentlich sein. Da steht's. Hart wie Stahl aktiviert. Das ist schon eine ziemlich nette Sache mit den Cheats. Das ist echt cool. Da kann man nochmal richtig Rambazamba machen. Das machen wir jetzt, glaube ich, auch. Wir ziehen mal das Schwert. Ich nehme einfach mal ab. Machen wir mal Schaden. Tja. Ich bin komplett aus Stahl. Du kannst mir nichts mehr anhaben. Ich kann mir jetzt so viel Zeit lassen, wie ich will. Ist das nicht nett? Ich kann sogar den Bogen nehmen. Oh, hat wehgetan. Ich renn mal ein bisschen weg. Oh, ich habe keine Zeit, mit dem Bogen zu schießen. Das ist ja super. Die können mir keinen Schaden mehr machen. Ich rufe mal meinen Attentäter. Da ist er. Das ist nur Verstärkung. Oh, der kann gut kämpfen. Nicht mehr lange. Oh, hat er den Bogen benutzt. Schön. Moment, wenn er den Bogen so benutzt hat, können wir doch auch sicher... Wo ist das Ding? Da, den Wurfpfeil benutzen. Können wir eigentlich auch Passanten abschlachten? Nö. Aber wie ihr seht, die Cheats funktionieren auf jeden Fall. Weg damit, wenn du keinen Ärger willst. Die Soldaten werden sich über... Oh. Jep, hat den benutzt. Schauen wir mal. Ich kann hier noch was anderes benutzen. Rauchbomben.
Nehmen wir eine Rauchbombe. Na komm. Ah, oh, jetzt haben beide gleichzeitig angegriffen. Egal. Jo, das funktioniert sehr gut. Und dann kann ich mir eine Menge Zeit mit denen lassen. Sehr gut für den Kampf. Okay, haben wir jetzt mal genug gespielt. Jetzt werden wir uns den nächsten Pivot hier zuwenden. Eigentlich ziemlich nett. Oh, das ist aber groß. Da muss ich aber noch ein bisschen tiefer in die Stadt vordringen. Mal hier runter. Vielleicht habe ich auch glücklich und ich erwische das Ding direkt, aber glaube ich nicht. Das können wir eben abreißen, so wie inkognito. Auf der Jagd nach dem Pivot. Okay, gehen wir hier weiter geradeaus. Genau, kletter den Baum hoch. Mistviech, du. Okay, wir müssen hier irgendwo wieder abbiegen. Die Wachen kümmern. Ganz schön weiter Weg. Gucken, was wir für einen Cheat bekommen. Ich bin schon gespannt. New York habe ich, glaube ich, schon alles. Boston. Dann haben wir noch das Grenzland. Und eine Menge zu tun. Okay, hier können wir das setzen. Ah ne, ich muss ein Pivot wieder wegnehmen können und drei gleichzeitig setzen. Okay. Hier weiter runter und dann nehmen wir gleich den anderen weg. Genau, geh besser woanders hin. Ein wild gewordener Indianer läuft mit dem Schwert rum. Ihr habt euch außerdem gefragt, warum Connor hier die Kapuze so unten hat. Ich habe gehört, das ist ein anderes Outfit. Ich habe noch nicht nachgeguckt, aber es soll angeblich ein anderes Outfit sein. Das heißt, es gibt einmal Connor ohne Kapuze und einmal Connor mit Kapuze. Und natürlich könnt ihr für Connor natürlich noch ganz klar im Laden die Waffen kaufen. Und Outfits gibt es auch noch für Connor. Die Wachen. Okay, ich will jetzt nicht unbedingt ins Lager gehen, weil ich muss dafür anonym bleiben. Okay, Pivot gesetzt. Oh, wir können doch mehr Pivot setzen. Okay, ich habe mehr zur Verfügung. Ich dachte, wir konnten immer nur drei setzen, weil ich drei am Anfang nur hatte. Okay. Die kann ich getrost eigentlich wegnehmen. Also hier soll angeblich nichts gewesen sein, deshalb rennen wir mal hier runter. Vielleicht ziehen wir doch ins Land. Geh schon! Halte ab! Ich habe Hauen, die Feiglinge! Oh, jetzt prügeln die sich alle. Ne. Ich möchte anonym bleiben. Wir können die eigentlich leicht abschütteln, aber trotzdem. Freiheit ohne Kompromisse! Okay, noch ein kleines Stückchen. Sehen wir Teile von Boston, die wir noch nicht gesehen haben. Okay, nicht mehr allzu weit. Ich denke, ich werde hier drüben gleich meinen Pivot setzen. Ein Stückchen weiter noch. Hier ist gut. Muss jetzt nicht exakt auf dem Punkt sein. Oh, shit.
Ja, das ist mies. So kann ich hier von hier unten alles bis da nach oben absuchen. Oh, eine dämliche Ecke hätten die sich nicht aussuchen können, oder? Das ist schon mies jetzt. Da muss ich auch noch immer gucken, ob ich auf dem richtigen Kurs bin. Boah, ist eine Menge abzusuchen. Der kann hier liegen, der kann woanders liegen. Okay, wir könnten hier noch einen Punkt setzen. Ich habe ja genug. Oh, wunderschön gemacht. Das ist perfekt. Da muss ich nicht da komplett hochlatschen. Jetzt sollten wir das Ding eigentlich in 0, nix finden. Da oben. Ich dachte mir schon, dass das Ding irgendwo auf dem Dach ist. Jep, gefunden. Wunderschön. Pivot Kappa aufgesammelt. Ah, diese Pivots. Halbautomatik-Hack freigeschaltet. Was haben wir denn da? Was soll das denn sein? Können wir dann die ganze Zeit schießen wie einen Bekloppten? Gehen wir ins Missionsmenü, genau. Optionsmenü. Halbautomatik. Keine Nachladezeit für Fernwaffen. Cool. Okay, ich denke, wir haben das jetzt aktiviert. Testen wir mal. Müssen wir nur ein Ziel gerade schnappen, aber Soldaten stehen ja hier genug rum. Okay, wir können dann doch Zivilisten töten. Jetzt kann ich aber nicht mehr schießen. Anscheinend geht's, ich musste nicht nachladen. Ist sicher. Zack. Jupp. Geiler Cheat. Nachladen ist nicht mehr erforderlich. Boah, ist ja geil. Einfach rumballern wie ein Bekloppten. Nehmen wir die da hinten komplett aus. Nummer 1. Nummer 2. Boah, das ist schon geil. Die Cheats machen richtig Laune. Ja, ihr habt keine Chance. Außerdem bin ich nur unbesiegbar, also. Könnt ihr versuchen, wie ihr wollt. Oh, das ist schon nett. Was für ein Massaker, wow. Das ist schon extrem lustig. Schaden nehme ich ja keinen mehr. Nope. Zack. Okay, was könnten wir noch nehmen? Schauen wir mal im Inventar. Oh ja, nehmen wir den Bogen. Rennen wir mal weg, schießen wir den Arsch. Oh ja. Boah, der schießt aber auch richtig schnell, wenn wir einen anvisiert haben. Klasse. Ich glaube, im Bogen macht er das die ganze Zeit so. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt den Halbautomatik-Cheat für. Bin mir gerade nicht sicher. Oh, unbegrenzte Munition haben wir auch. Oh, Pferd. Boah, jetzt geht's ab, ey. Ja, schieß mal ruhig. So geil, ey. Und vom Pferd geholt. Wunderschön. Klasse. Okay. Ich würde erstmal sagen, das war's soweit für die Pivots. Ich denke, ich werde nochmal zurückkommen und euch ein paar mehr zeigen. Aber das war schon eigentlich ein sehr guter Einblick, den ich euch hier so gegeben habe. Die sind eigentlich wirklich super leicht zu finden.
Ich habe auch so vor, noch ein bisschen zur Nebenmission zurückzukommen und ich werde auf jeden Fall noch den Multiplayer-Modus zocken. Videos sollten schon oben sein oder werden auf jeden Fall noch kommen. So viel erstmal dazu. Und wenn euch die Videos gefallen haben, Leute, bitte gebt dem Video hier einen Daumen hoch. Das hilft mir wirklich sehr. Danke für euren Support. Und nicht vergessen, Dienstag geht's weiter mit Halo 4. Und alle Links werde ich natürlich noch in die Beschreibung packen oder halt als Anmerkung. Okay, das war es erstmal soweit für die Pivots. Ich habe ja gerade gesagt, ich werde nochmal zurückkommen auf jeden Fall. Und der Multiplayer-Modus kommt als nächstes. Dienstag Halo. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß noch.